Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Online mit der Sammy. Hallo zusammen. Und die Free Mode Events sind ja raus und wir haben gesagt, wir machen die jetzt mal. Okay. Das heißt, ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, müssen wir da einfach hinfahren. Und ruckelt schon wieder bei mir. Wie los? Ja, ich glaube, ich muss mal meine Grafiktreiber aktualisieren. Ich glaube, das liegt nämlich daran. Hm. Hast du dein PC neu gemacht? Ja, der PC ist neu installiert, aber die Grafiktreiber. Ah, super. Gleich mal vom Motorrad gezogen. Ah, da habe ich keine Stoppuhr da. Die Uhr ist denn jetzt? Ach, irgendwas um 9:30 rum. Ja, okay, dann machen wir es jetzt einfach nach Gefühl. Wir haben nur Knoppers vergessen. Ja, es ist aber morgens 9:30 in Deutschland. Egal. 9:30. Ja, gut. Manche fangen ja jetzt erst an zu arbeiten. Ja, das stimmt, da kenne ich auch so einige. Wo ist denn der jetzt? Ich weiß auch, wir sind jetzt übrigens bei Free Roam Events, sind ja jetzt, ich glaube schon gesagt, wir sind jetzt da mitten in einem gelandet. Das geht aber leider nur noch 30 Sekunden. Ja, jetzt ist rum. Nee, 20 Sekunden geht's noch. Die Autofahrer sind total bescheuert da drin. Ja, that's life in GTA und so. Leute, schreibt's mir mal bitte in the comments, denn ich habe jetzt eine Xbox gewonnen, auch. Und ich hätte da für euch im Angebot Project Cars, Forza Horizon 2, dann die Master Chief Edition von Halo. Also die vier Halo-Dingses zusammen. Und Forza 5, genau. Und ich tendiere aktuell sehr stark zu Forza Horizon 2 und würde das gerne euch vorstellen. Und dazu dann noch weiteres. Ich würde nämlich gerne auch streamen. Das Streamen werde ich anfangen. So ein bisschen. Und wenn ihr da Bock drauf hättet, schreibt es mir doch einfach mal in die Comments. Und des Weiteren möchte ich ankündigen, dass, so ich denke, in 2 Wochen oder so wird noch ein zusätzliches Projekt gestartet. Das wird sein Minecraft for Feed the Beast Light zusammen mit dem John Borrow und and many more, würde ich jetzt mal behaupten. Also da hinten steht ein Feind. Ich bin schon fast. Bam. Ich sehe dich. Wo ist er denn? Im Auto, hinter dir. Ja. Also ich würde mal sagen, alles abschießen, was rot ist, oder? Mit dem Auto komme ich da noch nicht weit. Mir ist auch einfach das Moped gespawnt worden. Achso, du läufst da hinten. Kann ich die einfach überfahren? Also ich habe jetzt gerade 2 schon erschossen. Warte mal, da ist einer, wo irgendwie einen Rucksack trägt. Oder eine Fahne. Right? Hilfe! Geht bergabwärts. Ja. Fuck. Ich glaube, gleich erwischt's mich. Wo ist denn der? Wo ist der? Bam! Ja, einen erwischt. Na, den gleichen wieder. Und dann immer bei dir die Roten, kann das sein? Ja, das kann durchaus sein.
Aua! Wie hat er dich jetzt geholt? Eine Rakete. Ich war im Auto drin. Ups. Geh mal wieder zu meinem Moped. Ach, rot heißt ja in GTA 5, das ist jetzt hinter die Psychopathen, ne? Ja. Alles klar. Aber ich möchte jetzt mal interessieren, ob da noch irgendein Event startet. Ich weiß noch nicht, wie man das. Da, Zeitrennen! Hase. Ja. Geh mal auf deine Minimap. Auf deine Karte. Das habe ich schon gesehen, die Uhr. Ja, da fährst du hin. Ich fahre auch hin. Brauche ich erstmal einen Wagen oder nimmst du mich mit? Bist fast bei mir in der Nähe. Zeitrennen heißt, das musst du selber fahren. Stell dich doch einfach rein. Ja, aber bei mir sind gerade voll die Idioten unterwegs. Ja, dito. Entkommen per Fuß. Zu Fuß. Heißt das nicht auch per Anhalter durch die Galaxie? Oh. Ja, das ist ja wieder was anderes. Soll ich dir helfen kommen? Das ist, wenn man zu Fuß unterwegs ist und kein Auto hat und kein Panzer und... Vor allem kein Panzer. Vor allem kein Panzer. Panzer lässt sich doch am besten. Ja. Welches Auto nehmen wir denn? Ich habe festgestellt, ich habe fast keine Autos mehr. Warum? Weiß ich nicht. Die haben sie mir jetzt auch noch weggenommen. Oh wei. Das Komische ist, die Sanchez, die mir gemoddet wurde, die habe ich immer noch. Aber die anderen Sachen... Also toi toi toi, ich habe noch alles, was ich möchte. Ja, ich verschweiß nicht. Doch, bis jetzt... Ich kann ja mal auf meine Bank gucken. Ach, die schaut noch gut aus. So, wo ist mein Auto? Ja, großes Fragespielchen. Ah! Oh Gott, wo hat denn der diesmal gepackt? Meine Fresse, ey. Am Ufer. Wieso kommen jetzt überall die Hilfsarbeiter aus dem Busch gerannt? Also zur lilanen Uhr möchtest du? Ja. Ich hab noch einen T20, eine Hakuju. Ich nehme den T20. Hey, willkommen im Club, die habe ich mir auch gerade bestellt. Was? 20. Ja. Schau mal, wo meiner spawnt. Ah, jetzt weiß ich, warum ich so wenig Autos habe. Weil du in der falschen Garage warst? Nein, ich bin auf dem falschen Account. Ja. Hey, du bist doch mit deiner Frau unterwegs, habe ich gedacht. Ich habe zwei Frauen. Ja, ich weiß, dass du zwei Frauen hast. Ich hab sogar drei, wenn man es genau nimmt. Hä? Ja. Drei. Ja, drei. Du musst wegen mir ins Mikrofon sprechen. Dann tue ich halt das Mikrofon näher zu mir. Besser. Ja, ist doch gut. Hast du jetzt vier Accounts oder wie? Nee, drei. Aber du kannst ja mehr Charaktere machen. Und den T20 haben sie irgendwie langsamer gemacht. Ich glaube, du bist es nur nicht mehr gewohnt, in GTA Auto zu fahren, wenn man so viel Forza spielt. Ja, das stimmt. Nee, ich habe gerade auf den Tacho geschaut, weil der ging nämlich früher mal 120 und es geht nur noch 100. Ich habe keinen Tacho drin. Wenn du in die Innenansicht wechselst, dann siehst du es. Ach nee, mit der kann ich nicht fahren. Quiek. Quiek, ja. Und das wird das Auto. Ui! Perfekt, muss ich sagen. Oh, okay. Zeitrennen gestartet. Ach, bist du schon da? Nee, das geht komplett ohne Ladezeit irgendwie. Ich
voll durch die Gegend rumfahren. Bis ich endlich irgendwann mal da ankomme. Oh Mann, ey. Komm, ich komme echt nicht mehr klar. Bei der Steuerung? Ja. Vielleicht solltest du einfach dein X... Ach nee, deinen Controller hast du angeschlossen. Yes? Nee, das ist einfach die Fahrphysik und das Handling, die ist so für den Arsch. Im Gegensatz zu einem echten Rennspiel. Sorry für alle GTA-Obersuchtis und so, aber... GTA ist einfach kein fucking Rennspiel. Das ist und bleibt so. Ja, aber das hast du ja beim Fliegen und Co. genauso, weil beim Fliegen die Simulation ist ja eigentlich auch wieder ganz anders als in dem Spiel. Also ich glaube, wenn du ein Spiel erfindest, wo alles wirklich 100% perfekt zusammentrifft. Ja, das kann, da können dann, sagen wir mal, 40% der Leute gar nicht spielen. Ja. Muss ich denn da jetzt lang für diese Scheißzeit rennen? Du musst die Karte aufmachen. Und dann siehst du den gelben Punkt, aber meine Zeit ist total scheiße. Warum? Ja, ich bin noch nicht mal ansatzweise da. Und wie lange hast du Zeit? 2 Minuten 4. Ist das oberhalb von diesem anderen Ende? Nee, das ist halt über dem See. Ich fahre jetzt einfach mal querfeld ein. Das habe ich auch gemacht, das war irgendwie nicht so cool. Ich hätte auch vielleicht ein Motorrad nehmen sollen. Kannst du besser fliegen, der steuert sich auch total komisch, das Auto. Ich sag mal, auch jetzt, wenn ich bloß so die Lenkung antippe und der reißt sofort so rüber, ne? Das bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Du musst richtig filigran lenken. Huhu! Hey, bei mir sind schon 1:04 rum und ich habe bestimmt noch 5 Kilometer. Ich habe jetzt noch 400 Meter. Wie lange hast du gebraucht? Zu lang. 10 Minuten? Ne, schmal. 5? 3? 2 Minuten 56. Ja, toll, bei mir. Ich glaube, ich werde jetzt nochmal mit dem Motorrad aus. Toll, jetzt ist ein Baum im Weg. Sehe ich gar nichts mehr. Ach, scheiße, Gängangriff. Das nervt mich auch so an GTA. Du steigst, du kommst an den Flugplatz hin. Was kommt? So ein Scheißgängangriff. Immer und überall. Schau mal, ob ich die Zeit dann nochmal machen kann. Nö, kann ich nicht mehr. Darfst du nur einmal machen, oder wie? Ja. Und dann? Ah doch, hier. Kann man das auch abbrechen mittendrin? Wahrscheinlich nicht, ne? Weiß ich nicht. Also ich fliege jetzt gar wieder mit dem Heli hin. Hätte doch meine Hakusa nehmen sollen. Also das mit diesen Events im Spiel ohne Ladezeiten finde ich cool. Das muss man so sagen. Das mal, ja. Dreh dich halt um, du scheiß Auto. Ich sage mal, es ist nicht so wie jetzt im Trailer so, boah, voll krass krank, aber ich sag mal, naja. Den Trailer habe ich gar nicht gesehen. Ich habe ihn auf Facebook gesehen. Okay. Live on Facebook. Oh mein Gott, ey. Ich glaube, ich versuche das jetzt einfach zu beenden, diesen Weg. Ich habe mich vorhin so in den Baum verfangen, dass ich eine halbe Minute allein gebraucht habe, nur um mein Auto da wieder rauszubekommen. Oh, na klasse. Ich glaube, mit dem Motorrad die Strecke zu fahren, bist du wirklich besser aufgehoben. Naja, ich probiere es gleich nochmal. Sag mal, ich werde es jetzt gleich sehen, wie es ist, weil ich bin gleich mit dem Cargo-Bob bin ich wieder da, wo es Zeitrennen losgeht. Dann bin ich gespannt, ob das immer dieser gleiche Weg ist.
Kannst du nicht auch mit einem Hubschrauber einfach darüber fliegen? Ist ja eigentlich egal, oder nicht? Schau mal schnell. Dann könntest du das ja in den 2:04 schaffen. Nee. Geht nicht? Nee. Wäre jetzt cool gewesen, wenn es funktioniert hätte. Ja, aber... Langweilig. Genau. Oh, Mechaniker, stell dich jetzt nicht so dumm an, echt. Komm, wir fliegen gegen die Sonne. Oh, die nächste Herausforderung, Scharfschütze, das war doch was für dich. Ja, aber ich mache jetzt erstmal die nochmal. Mit meiner giftgrünen Hakushu. Hm. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich total scheiße jetzt gefahren. Wieder fällt ein? Ja. Geht ja fast gar nicht anders. Wenn du die Straßen nimmst, dann brauchst du umso länger. Ja, das stimmt. Der Berg mit dem Tunnel runter ist ja eigentlich nicht schlecht. Ja. Sag mal, ich habe jetzt 50 Sekunden und habe noch 4,5 Kilometer. Ich sehe dich unter mir. Mit dem Motorrad fliegst du auch nicht so schnell um. Ja, das stimmt. So, Leute, sorry, dass ich gerade so wenig rede, aber ich muss mich gerade da irgendwie doch nicht konzentrieren. Oh ne, jetzt sind an meinem Zielort ganz viele Leute, die einen umbringen. Ah. 1,45 und ich bin jetzt gerade mal im Sandy Shores Flughafen. Jetzt kommt der Panzer wirklich und bringt mit. Ich sag mal, die Herausforderung ist knackig. Das ist doch genau das Richtige für dich. Ja. Ich sag mal, zu so später Stunde eher weniger. Ich sag mal, Leute, das ist jetzt hier wirklich auf ausdrücklichen Wunsch von euch. Habe ich da jetzt mich heute Abend, es ist nämlich Montagabend jetzt, morgen kommt die Folge raus. Hey, und wir sind noch wach. Oh mein Gott. Ich stehe jetzt gerade an diesem Zielort, wo man das startet, das Rennen. Jetzt ist ein Flugzeug voll gegen den Pfosten geflogen. Warte mal, was war. Die Hakusho war am schnellsten, ne? Mhm. Also ist eine neue Herausforderung jetzt. Wie eine neue? Naja, erledige so viele Gegner wie möglich mit dem Scharfschützengewehr. Was sind die blöd? Ja. Und die stehen natürlich jetzt halt alle vor. Tim Time Attack. Ja.
Naja, ich sag mal, Leute, ihr habt ja jetzt schon einen ganz guten Einblick bekommen, was es hier so geht mit, mit den... Na, ich habe das Wort verloren. Ist zu spät heute. Ist zu spät. Na, mit den Freeroam-Missionen. Und ich hoffe, das hat euch jetzt gefallen. Und ich sage jetzt mal, bis nächste Woche oder hoffentlich auch bis Samstag. Würde mich auch freuen, wenn ihr da natürlich reinguckt. Und ja, Leute, macht's gut oder macht's nicht gut, macht's besser. Ciao. Wie, ist es schon Schluss? Ja. Du warst aber auch. Also, schönen Abend euch allen zusammen oder guten Morgen oder... Ja. Was auch immer. Genau. Und zum Abschluss... Okay. Jo, das soll mir einer nachmachen. Danke. Tschüss.